Hallo und herzlich willkommen einmal mehr hier von der Harp und Keller GmbH, mal wieder hier aus dem Showroom. Und heute möchte ich mich mit einem ganz bestimmten Thema befassen, und zwar unsere Modellserie Kubus. Was kann die, was macht die besonders aus? Ja, was macht dieses Modell Kubus so besonders? Eigentlich ist das ein zeitloser Klassiker, den es schon locker seit 40 Jahren auf dem Markt gibt. Und viele gute, namhafte deutsche Hersteller produzieren dieses Modell auch. Bei unserem Modell Kubus ist es so, und das kann man auf der Internetseite noch nachvollziehen bei den Modellen, dass die Armlehne dem Kind seinen Namen gibt. Also in diesem Falle handelt es sich jetzt hier um das Modell Rio. Und wir haben hier eine geschrägte Armlehne mit einem, ich glaube, 13-fachen Raster müsste es sein. Und genau, kann man schön einmal quer hochstellen, dass man sich auch mal schön reinlümmeln kann in dieser Position. Oder wenn man sich auch mal hinlegen möchte, auch mal runterklappen. Das jetzt einfach mal zu der Armlehne von dem Modell Rio. Aber was macht dieses Modell so besonders? Es ist halt ein sehr zeitloser Klassiker. Man kann ganz verschiedene Füße, Metallfüße, Holzfüße drunter schrauben. Auf dieser kubischen Basis können wir wirklich in jedes Maß realisieren. Also bei diesem Modell hat der Kunde bei uns eigentlich schon Narrenfreiheit. Und was ja auch ganz wichtig ist, gerade wenn man mal einen Erker hat oder sonstige Sachen zu Hause, das Ganze vielleicht ein bisschen verbaut ist, da haben wir hier wirklich, ja, ich sag mal, die meisten Möglichkeiten wie bei keinem anderen Modell bei uns in der Ausstellung. Was es aber auch noch mal ganz wichtig macht, ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und das werden Sie ja wahrscheinlich kennen. Da, wo Ihr Stammplatz ist, ist es ständig durchgesessen oder besonders gut eingesessen. Und irgendwann sagt man sich, Mensch, die Couch ist gar nicht so alt, aber irgendwie die Seite oder die Ecke, die müsste mal erneuert werden. Und da möchte ich einmal kurz drauf eingehen, auf diese Flexibilität, die wir hier haben bei diesem Modell. Also wenn das jetzt mein Stammplatz wäre, ich würde immer hier in dieser Ecke sitzen, da drüben wäre der Fernseher, dann würde es mir nach einer gewissen Zeit das Sofa zeigen, hier ist es besonders weich. Und wenn ich mich daneben hinsetze, da wäre es vielleicht wieder besonders fest. Und da haben wir hier die Möglichkeit, aufgrund der Klettbänder, dass ich sehr einfach so ein Rückenkissen oder eine Kopfstütze schnell mal wegpacken kann. Die Kopfstütze kann ich übrigens überall hinterstecken, wo ich dann die auch haben möchte. Und ich nehme jetzt hier einfach mal das Sitzkissen raus, ja, zweischichtiger Kaltschaum, Vollholzgestell, Stahlunterfederung mit einer Schaumabdeckung. Da könnt ihr euch auch das Produktionsvideo mal anschauen. Das war unser erstes Video. Wie wird eine hochwertige Couch in Deutschland hergestellt? Da könnt ihr dann alles zum Innenleben noch mal sehen. So, und jetzt kann ich aber recht einfach die Sitz- und Rückenkissen auch mal tauschen. So, dass mein Stammplatz bleibt, ich aber nicht immer das Sofa nur an einer Stelle durch- oder einsitze. Ja, das ist ganz besonders. Gerade auch zum Beispiel bei, ja, Thema Haustiere, Kinder. Und wenn mal was Schlimmeres passiert ist, ein Loch reingekommen ist, ja, das haben wir immer wieder zur Adventszeit, Funkenflug, Loch drinne, neue Couch, ein, zwei Jahre alt, was machen? Dann brauchen Sie nur das Kissen rausnehmen, vorbeikommen, wir reparieren das, Sie tun es wieder rein, alles super. Ja, also das wird auch sehr häufig in Gebrauch genommen im Objektenbereich, ne? Bei, ich sag mal, Kinderheimen, Altersheime und was es nicht alles gibt. Da bieten wir natürlich dann auch immer die gewissen Stoffe an, wie Inkontinenzschutzstoffe und so weiter. Da kann man dann auch bei uns gerne mal per E-Mail anfragen zu dem Thema. Was aber noch wichtig ist, oft haben die Leute bei diesem Modell noch Angst, dass die Kissen hin und her rutschen. Ja, das gibt es, wie gesagt, von namhaften Herstellern, die haben die einfach nur reingelegt. Der andere hat vielleicht einen Reißverschluss als Befestigung. Da haben wir auch unsere Erfahrung mit gehabt. Dann kommen die Kunden und sagen, können Sie das mal reparieren oder können Sie das Kissen mal befestigen? Ja, Reißverschluss ist beim Rausziehen kaputt gegangen. Wir haben das mit einem breiten Klettband gelöst. Und ich mache das jetzt mal vor. Ich lege das Kissen mal wieder rein. Also ich zeige das nochmal anhand dieses Kissens, das ich jetzt reingepackt habe. Ich fasse jetzt nur an den äußersten Ecken an und ich ziehe mal, und achten Sie mal, was die Couch macht. Ich ziehe anhand des Kissens die gesamte Couch weg. Schieb's mal wieder zurück nach hinten. Also das Klettband hält wirklich bombig. Ja, Kissen ist wieder drinnen. Jetzt vielleicht nochmal kurz zur Kopfstütze. Egal, wo ich jetzt gerne sitzen würde wollen, man muss jetzt nicht, manchmal fragen die Kunden, ja, müssen wir für überall eine Kopfstütze haben? Nein. In den meisten Fällen werden maximal zwei Stück dazu genommen. Und die kann ich jetzt, wo ich möchte, wenn ich sage, heute möchte ich sie da haben, die wird durch das Kissen, durch das Klettband gehalten, kann ich die auch reinpacken.
Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mitnehmen in unsere Modellserie Kubus und was sie gerade ausmacht oder was auch viel die Thematik im normalen Alltagsleben ist, mit durchgesessen und so weiter. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, zu der Polsterung, zum Gestell und so weiter, wie gesagt, könnt ihr gerne das Video nochmal anschauen von uns, wie wird ein hochwertiges Sofa in Germany hergestellt. Und aber wie gesagt, trotzdem gerne anrufen, Fragen, E-Mails, was auch immer. Über ein Abo würden wir uns freuen. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten herzlich willkommen hier in unserer Ausstellung im schönen Lipperland. Euer Stefan Keller.